Yeah. Winners! Ready? Yeah! Hallo Leute und willkommen zu Teil 2 von meinem Skelett-Mario-Klemmbaustein-Bau, also mit diesen kleinen Mini-Klemmbausteinen. Schön, dass ihr mich auf meinem weiteren Leidensweg hier begleiten wollt. Wer Teil 1 noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch den hier und unten in der Videobeschreibung. Ja, da könnt ihr meinen bisherigen Leidensweg bei diesem Set euch nochmal zu Gemüte führen, denn besonders einfach ist der Bau hier nicht, aber es muss ja weitergehen. Also werden wir heute auch weitermachen. Die Beine, die sind soweit fertig und wir haben gestoppt auf Seite 8, glaube ich, war es. Nein, doch. Ja, genau, soweit sind wir gekommen bis zu Seite 8. Insgesamt gibt es 34 Seiten. Wir machen weiter auf Seite 9 und jetzt geht es hier mal in den Oberkörper so langsam rein. Und ich hoffe wirklich inständig, dass das etwas einfacher zu bauen sein wird, als jetzt hier das bei den Beinen der Fall war. Aber ich glaube, oder ich bin fest davon überzeugt, im Endeffekt wird der Leidensweg ja gerechtfertigt sein, denn das Set hier sieht schon ziemlich cool und interessant aus. Übrigens 1686 Teile sind es. Keine Ahnung, wie viel ich hier schon verbaut habe, aber es sind noch genügend vorhanden. Von daher legen wir los. Ich werde hier noch wahnsinnig, also irgendwie bleibt bei jedem Bauschritt ein Teil hier bei mir übrig und ich habe das Gefühl, nichts will so richtig zusammenpassen, aber ich finde ja so direkt den Fehler nicht, also echt eine knifflige Angelegenheit. Nichtsdestotrotz schauen wir mal rum, wie weit wir hier gekommen sind. Also wir haben hier unten schon ja, die Hose sozusagen gebaut, hier oben drauf, da kann man das sehen, die Form. Das sieht auch eigentlich ganz okay aus, also sieht nicht besonders falsch aus, finde ich. Und von oben schaut es dann so aus. Und wir haben hier nochmal, ja, was ist denn das, Unterschenkelknochen. Nee, Schienbein heißt das. Wir können sagen, das ist quasi das Schienbein und der Oberschenkel, was wir hier gebaut haben. Ja, ist ganz nett. Ein bisschen instabil hier, vor allem mit den Röhren, bis hier alles schön hochgebaut und gegengekontert wird. Und hier oben, ja, da wird wohl der Arm irgendwie reingeklippt werden in dieses Kugelgelenk, vermute ich mal. Oder vielleicht auch nicht. Komm, wir spicken mal eben flott. So, wir sind hier. Nö, da wird natürlich, ach Gott, der Arm, der wird da nicht reingeklippt. Keine Ahnung, was da reinkommt, aber naja, so sieht es eben hier schon mal aus. Der Arm, der kommt ja hier oben dran. Und wenn ich mal so vergleiche, ja, haut einigermaßen hin. Aber eine gute Nachricht habe ich noch. Und zwar, ich habe jetzt hier exzessiv den Teiletrenner benutzt. Und der funktioniert mal richtig gut. Also den kann man hier wunderbar ansetzen und dann hier die Teile nochmal hochhebeln. Also hier kam jetzt gerade alles mit, aber ich zeige es euch an einem anderen Teil. Oder Moment, ja, machen wir so. Also wenn ich jetzt hier mal den Baustein hier drauf setze und ich will es nochmal ablösen, dann gehe ich einfach mit dem Teiletrenner einmal hier dran und dann einmal hebeln. Jo, ab ist es. Ist halt jetzt hinter die Couch geflogen, aber der funktioniert gut. Das wollte ich hier noch kurz sagen. Ansonsten, ja, viel leichter ist der Bau hier, wenn ich ehrlich bin, nicht geworden. Macht schon Kopfschmerzen, muss ich sagen. Aber naja, man kommt Schrittchen für Schrittchen voran. Aber ich mache jetzt hier gleich mal einen kleinen Break und gehe baden. Und dann geht es später hier weiter mit unserem Mario. Wir sind übrigens bei Abschnitt 22, Seite 11. Ja. Ich habe mich jetzt hier fleißig vorgebaut auf Seite 15 und habe zwei gute und eine schlechte Nachricht. Ja, die gute Nachricht ist, das hier wird ein Unikat. Die zweite gute Nachricht ist, ich habe hier schon ja, den Brustkorb soweit fertig gebaut und er ist ganz cool geworden, finde ich. Die schlechte Nachricht, ich hoffe, die Teile reichen nachher, denn ich habe hier wohl ein Unikat. Also kurz gesagt, ich habe mich irgendwo wohl hier verbaut und bei diesen Bauabschnitten, wo man hier ja, die Hose hochzieht, das hat bei mir vorne und hinten nicht gepasst hier bei denen. Bei all den Abschnitten und da ich lieber mich hier aus dem Fenster stürzen würde, als das alles nochmal zurückzubauen,
habe ich einfach mal improvisiert und hoffe mal, dass es im Nachhinein irgendwie zusammenpasst, das Ganze. Werfen wir einen kurzen Blick mal drauf. So sieht er nun von vorne aus. Das sieht doch alles okay aus, finde ich. Das kleine Bäuchlein ist schon zu erkennen. Dann hier an der Seite. Ja, da wird es schon ein klein wenig unruhiger. Also hier sieht man schon, ich glaube, da passt irgendwas nicht so ganz. Und auch hier hinten sieht es ein bisschen unruhig aus vom Bau. Und insgesamt bin ich, glaube ich, hier ein oder zwei Noppen zu weit hier rüber gerutscht. Denn ich habe auch hier das Innenteil nochmal eine Noppe weiter nach rechts versetzt, damit das hier bündig wieder passt. Ja, also wir schauen einfach mal. Ich meine, er sieht ja eh nachher eh schon ein bisschen fertig skelettiert aus. Dann wird das meine Fehler vielleicht verstecken, verratet es einfach nicht weiter. Und hier haben wir die Rippen gebaut und die ließen sich wirklich ganz gut bauen. Also da war schön zu erkennen, was jetzt hier wie wo gebaut wird. Das war wiederum einwandfrei. Und jetzt kommt hier noch das Interessante oder generell das Interessante. Erstmal, wie das hier zusammengesteckt ist. Interessante Bautechnik teilweise, was man hier von dem Bau des Äußeren nicht gerade sagen kann. Na, ist keine interessante Bautechnik, da quält man sich irgendwie durch. Und jetzt soll das hier noch befestigt werden, also die Rippen. Und zwar soll das dann dort reingeklippt werden. Und das wäre, wenn ich mich gerade nicht täusche, genau hier. Da auf dieses Kugelteil muss es raufgeklippt werden. Und zwar hier unten mit dem. Ja, also man muss es so drehen. Komischerweise, ich dachte eigentlich, hier wäre vorne, aber nee, hier ist vorne. Und dann muss man den jetzt hier so irgendwie da so reinklippen. Ich versuche das mal eben. Passt nicht. Vielleicht habe ich dann hier ein bisschen zu viel improvisiert, also ich krieg's hier irgendwie nicht durchgeschoben. Da hängt es irgendwie an ein, zwei Stellen dran. Da muss ich nochmal nacharbeiten und dann, ich krieg den schon noch hier rein, den Brustkorb. So kann man aber schon mal erahnen, wie das dann von hinten aussieht. Dann sieht man hier schon schön, wie die Rippen da rausgucken. Okay, das packe ich nochmal an, baue es nochmal weiter um und im nächsten Schritt geht es dann weiter hier mit Bäuchlein und dann geht es mit dem rechten, mit dem rechten Arm dann los. Ja, wenn man schön weit weg ist, sieht er schon ganz gut aus hier, der Mario. Aber je näher man kommt, desto mehr Fehler entdeckt man dann leider. Hier, ich nenne ihn mal Impro-Mario, denn hier passt mittlerweile fast nichts mehr so, wie es in der Anleitung steht. Also ich habe mich zwar bemüht, hier alles so zu bauen, wie es in der Anleitung drin ist. Und ich habe ja schon gesagt, hier der dieser Anteil hier, der hat eigentlich noch gut funktioniert. Den konnte man gut bauen, obwohl ich auch da aufgrund meiner früheren Fehlerchen ein bisschen was umbauen musste. Mein Teilchen irgendwo wegnehmen und ich musste hier nochmal ein bisschen was zu umbauen und hier, dass alles reinpasst. Aber naja, ich will nicht groß jammern. Passt soweit, aber dann hier der Abschnitt, hier ging es mal wieder los, hier ging es mal wieder mit dieser, ich habe es ja schon mal so genannt, dann kann ich es nochmal so nennen, mit dieser Schichtscheiße hier los, wie man das bauen muss, wo fängt man denn da an, hier unten einen hinlegen, dann was freilassen, noch einen hinlegen, was freilassen, dann wird das hier überbaut und es ist wieder relativ schwer zu erkennen, welche, ihr kennt es schon, dieselbe Problematik, die ich schon vorher hatte, die hat sich auch hier wieder bestätigt und schaut mal her, ein Abschnitt, wie viele Teile da verbaut werden. Das ist doch der absolute Irrsinn. Und da soll das noch irgendwie funktionieren. Also ich verliere da den Überblick und ich bin hier nur noch, ich habe noch nie so viel improvisiert wie bei dem Set hier. Absoluter Wahnsinn. Aber egal, schauen wir doch mal kurz rum, wie er nur aussieht. Hier unten unser Skelett. Ich denke, wenn er später am Regal steht, dann ist das relativ egal, aber es ist ein Unikat und ich bin gespannt, ob die ganzen Teile, die ich jetzt hier noch über habe, ob mir die auch ausreichen werden. Aber wir haben jetzt, wie gesagt, hier einmal das Skelett, die Rippen gebaut, kann man seitlich reinschauen, kann man von hinten reinschauen. So sieht es von oben aus, das ist der Arm, auch der ist ein Unikat geworden, sieht nämlich doch anders aus wie jetzt der Arm, der hier so in der Anleitung präsentiert wird. Von daher, Hauptsache er ist irgendwie dran. Das ist hier mein Motto generell. Und auch hier habe ich noch mal ein bisschen improvisiert, denn hier
Ja, da habe ich eine Lücke und die kriege ich nicht mehr gefüllt. Ja, hier diese kleine Lücke. Normalerweise kommt hier der Knopf nämlich auf die Seite, aber dann sieht man die Lücke. Von daher dachte ich, ach komm, setze ich noch einfach eins nebendran. So, und dann ist die Lücke hier auch verschwunden. Also ganz grob gesagt, wenn er da steht und man schaut sich das Ding von weiter weg an, denke ich, wird das hier ein echt schönes kleines Modell werden am Ende. Allerdings Bauspaß, nee, der kommt hier irgendwie nicht auf. Es ist mehr von okay bis zu, man quält sich da irgendwie durch. Aber so richtig spaßig ist das hier nicht. Ich hoffe einfach, dass das Endergebnis dann entschädigt. So, von vorne sieht er hier am Bauch auch noch ganz in Ordnung aus. Aber von der Seite sieht man schon, da passt irgendwie was nicht. Wenn man sich hier mal anschaut, wie hier der Verlauf ist, hier mit der Lücke, da eine Lücke. Also ich habe mich zwar bemüht, aber ja, und von hinten sieht er dann irgendwie noch fragmentierter aus. Also, naja, ich fummel mir den Mario hier irgendwie zusammen. Ich kämpfe mich durch, hoffe, das Endergebnis ist die ganze Mühe wert. Habe mich hier auch bemüht, dass die Hosenträger irgendwie noch in Blau zu sehen sind. Ihr seht, wie das eigentlich aussehen sollte. Ja, ganz so sieht es hier bei mir leider nicht aus, aber so ansatzweise zumindest. Egal, ist mir mittlerweile alles egal. Hauptsache, ich werde hier irgendwie fertig und er wird irgendwie zu einem halbwegs ansehbaren Mario. Und ich bin jetzt hier mittlerweile bei Bauschritt 34, Seite 17. Also mit der Seite sind wir schon durch. Da hat man hier nochmal ein bisschen hochgebaut beim Arm und... Ja, den Punkt hier haben wir auch schon durch. Ich bin bei 35 sogar. Womit wir jetzt weitermachen, ist mit seinem skelettierten Knochenarm. Und ja, allein mal so vom Draufschauen würde ich sagen, das wird mal wieder ein Bauabschnitt, wo man genau erkennt, was man machen muss. Das ist in Ordnung. Dann wird er hier später noch angebracht. Und da passiert gar nicht mehr so viel im Moment. Ja, und dann geht's los mit dem Kopf, denke ich. Genau, dann geht's mit dem Kopf los. Also nicht kopflos, mit dem Kopf los. Und ich hoffe mal, dass ich zumindest den sauber hinbekomme, damit hier zumindest der Kopf nachher ordentlich aussieht vom Mario und wir dann ein schönes Endergebnis haben. Aber so allein von der Größe her finde ich, er ist schon recht groß geworden, doch. Wenn er da noch hier auf seinem Podest steht, ist ein großes Kerlchen. Hoffen wir, dass er nachher auch ordentlich aussieht und nicht wie nach einem Autounfall. So, dann mache ich mal weiter. Ja, wie zu erwarten war, das hier ist wunderbar zu bauen. Da gibt es gar keine Probleme. Und hier ist er, der Knochenarm vom Mario. Hier oben mit Schulterblatt, mit dem Schultergelenk. Und dann hier der Oberarm. Alles nett gebaut, lässt sich gut bauen. Man erkennt genau, was man machen soll. Und dann hier noch Unterarm und die Finger. Hier kann man es ein bisschen besser erkennen. 5 Finger hat er, der kleine Mario. Und das Ganze ist auch noch ein bisschen beweglich, sodass man das hier auch einstellen kann, dass er ein bisschen posen kann. Also das hat schon mal sehr gut funktioniert. Und dann muss das natürlich noch hier am restlichen Körper befestigt werden. Und das erfolgt über dieses kleine Kugelgelenk, das hier reingesteckt wird. Und dann sollte der Arm hier schon perfekt drin sitzen. Also ich probiere es mal eben. So, einfach nur hier oben draufstecken. Nach Möglichkeit so, dass hier nichts abgeht, denn hier oben, ja, da ist es ein bisschen kibbelig und wackelig. Aber das schaut doch schon mal ganz gut aus. Jawohl. So, hat funktioniert. Da hat er nun seinen Arm dran. Hier die Verbindung, hier wo es eingesteckt wird, das Teil, das ist halt nur relativ locker da drauf gesteckt auf den Rest. Von daher, ich würde da am Arm nicht zu viel rummachen, aber er sitzt. Und das ist ja die Hauptsache, ist ja eh nachher ein Displaymodell. So, sehr schön. Das sieht doch schon mal richtig schön skelettmäßig aus. Ja, und dann kann ich hier frohen Mutes weitermachen. Das war doch mal ein Erfolgserlebnis. Jetzt geht's Richtung Kopf weiter. Das hier ist Marios Kopf oder soll es irgendwann mal werden. Erkennt man sofort, oder? Also wenn ich so drehe, erkennt man es vielleicht ein bisschen leichter. Hier haben wir einmal die Nase und hier Marios Schnäuzer. Und natürlich die rechte Seite skelettiert.
und die Seite hier hat hinten auch schon die Frisur von ihm dran. Vom Bauen her, naja, ich sag mal, diese Schicht SCH ist hier wieder mal dran. Das zieht sich einfach durch das ganze Set durch. Wenn ihr irgendwas habt, wo ihr 1, 2, 3, 4 Schichten direkt übereinander bauen müsst mit den ganzen Teilen und man erkennt nicht wirklich was, dann stellt euch drauf ein. Bis ihr das Ding dann so irgendwie zusammengefrickelt habt, ja, das dauert und ist auch echt nervig, nervenaufreibend und ich bin mir absolut nicht sicher, ob das jetzt hier so passt oder ob hier wieder ein Fehler oder sonst was drin ist, denn ich glaube, ich musste so ein klein bisschen, also hier oben, das passt ganz gut, die letzte Schicht, aber ja, hier mittendrin und von den Teilen, die übergeblieben sind, ich weiß es ja nicht. Ich hoffe nur, mein Mario wird kein Mutant hinterher. Auf jeden Fall, das ist der aktuelle Fortschritt. Das ist Marios Kopf, der hier später drauf kommt. Aber da fehlt noch einiges. Und schön, Schicht, 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 Schicht und noch mehr Schichten. Ja, das ist jetzt hier nur noch Schichten, Schichten, aufeinander Schichten. Und ich hoffe, er wird was. Aber Bauspaß, naja, ich freue mich schon, wenn er fertig ist. Nur noch 10 Seiten, dann habe ich es geschafft. Oh Gott, ich freue mich. Ich habe mich auch nie so auf ein Ende von einem Bau gefreut, Freunde. Eigentlich noch nie, aber hier. Wobei, ich muss sagen, die letzten Abschnitte, die ließen sich hier relativ gut bauen. Also, das hier war noch problematisch, der Bauabschnitt 39, aber hier das ließ sich wirklich mal wieder gut bauen. Dann kam sogar fast so was wie ein bisschen Bauspaß auf. Und das ging auch hier und hier und hier noch weiter. Und dann merkte ich, ja, da stimmt irgendwas schon wieder nicht. Ich habe Marios Ohr irgendwie vergessen, keine Ahnung. Also hier dieser Bereich, ja, das Ohr, das habe ich jetzt gerade mal so ein bisschen dran improvisiert. Ja, denn keine Ahnung wie, wo, wann, aber irgendwo ja, ist mir da wohl ein Fehler unterlaufen. Aber ansonsten läuft es ganz gut. Ihr könnt jetzt hier wunderbar seinen kleinen Schnäuzbart sehen, die Knubbelnase und hier geht es auch schon mit den Augen los und das wird ein größeres Problem, denn mir ist das Blau ausgegangen. Ihr seht im Auge, na, wenn sich so spiegelt, da ist noch einiges an Blau und ich habe nur noch ja, hier so ein Dreiersteinchen und dann ist hier Schicht im Schacht mit Blau, da ist gar nichts mehr. Also da rächt sich jetzt mein früherer, na, wie soll ich sagen, meine Improvisation, sagen wir es mal nett. Und ich muss mal schauen, ob ich mir die Teile, die ich brauche, nachher irgendwo hier nochmal ein bisschen rausbauen kann. Ansonsten wäre das am Auge ja, doch schon ein blöder Fehler, den man gut sehen würde. Aber ansonsten, ihr seht, es läuft. Da haben wir die Seite mit Fleisch und da haben wir die Seite mit ohne Fleisch. Also die skelettierte, da ist der Mund unten schon offen zu sehen. Ja, lässt sich ganz gut bauen, wie gesagt, stellenweise, weil hier Luft unter ist und man drückt dann von oben gegen, muss man schauen, dass sich hier nicht wieder alles ablöst. Aber das geht, das geht. Hier ist noch ein bisschen locker. Und dann drücken wir das noch an. Und dann von hinten, ja, sieht es dann eben so aus. Also. Er nimmt langsam Formen an, der gute Mario. Jetzt drückt sich hier schon wieder was hoch. So ein langes Teil hier, das kommt auch nicht ins Auge. Das habe ich nur irgendwie noch über gehabt und habe es dann einfach mal da eingebaut, weil es von der Breite her gepasst hat. Also Leute, ihr seht, es bleibt spannend mit unserem Mario. Ja, wird er noch die richtigen Augen bekommen oder nicht? Wir werden es sehen ab Seite 25 und so weiter. Ja, ja. Aber so von weitem weg betrachtet, sieht er eigentlich schon ganz cool aus. Also der Bau, der macht nicht besonders viel Spaß. Bauspaß kommt hier ja relativ selten auf, aber dafür, ja, das Endergebnis, vor allem von etwas weiter weg betrachtet, sieht nett aus. Also bauen wir weiter. Platz wäre hier noch genug für ein Hirn, aber ich glaube, dafür habe ich noch zu wenig graue Zellensteinchen. Naja, egal, gucken wir mal rum. So weit bin ich mittlerweile gekommen. Also, der nimmt jetzt hier mal richtig Formen an. Ja, das Gesicht ist fertig. Leider hier, ja, ist es nicht perfekt geworden, da mir, wie gesagt, die blauen Teile ausgegangen sind. Aber, naja, sagt es keinem, vielleicht fällt es keinem auf. Ansonsten, finde ich, sieht er ganz nett aus, auch hier seine Skelettseite mit der Augenhöhle, wo man dann jetzt noch schön durchschauen kann, weil oben noch alles offen ist. Und kann man natürlich auch später durchschauen, aber dann ist es dunkler. Von der Seite sieht er so aus. Ja,
Finde ich ganz nett geraten. Vor allem die Schritte hier, die ließen sich jetzt alle echt ganz gut bauen. Ja, also da sind die Probleme von, ja, die ich vorher immer hatte mit diesen Schichtsystemen und so. Nee, hier oben, das hat geklappt. Man konnte einigermaßen erkennen, wie es läuft. Vielleicht habe ich auch endlich verstanden, ja, wie das hier so gedacht ist. Auf jeden Fall, das hat geklappt. Ihr seht, das Graue hier ist schon die Mütze, genauso wie das Weiße. Das Öhrchen, das ich hier irgendwie dran improvisiert habe, ja, es ist, glaube ich, nicht so, wie der Erfinder das wollte, aber es ist zumindest da. So, also er sieht schon mal ganz nett aus. Zwischenfazit, ja, ich habe nicht mehr viel, es ist nicht mehr viel dran. Also ich mache ihm jetzt noch die Mütze fertig. Mal schauen, wir sind aktuell auf der Seite 29 von 34 und das hier sind jetzt all die Teilchen, die ich noch hier zur Verfügung habe. Da könnt ihr es sehen, da ist noch viel Rot von der Mütze, ein bisschen Grau noch von der anderen Seite der Mütze und ja, ansonsten war es das schon so gut wie. Ich bin gespannt und baue jetzt noch ein bisschen weiter. Ist das jetzt hier eine reichliche und nette Dreingabe oder soll ich mir Sorgen machen? Denn das sind die ganzen Teile, die übrig geblieben sind, denn jawohl, ich bin fertig. Da steht er, Super Skelett Mario, mein absolutes Unikat. So werdet ihr den nicht nochmal finden. Ich denke, wenn ihr den baut, dann wird eurer wahrscheinlich auch ein Unikat werden. Also hier sind mit Sicherheit einiges an Ersatzteilen mit drin. Leider ist nichts Blaues übrig geblieben, dass ich noch ein bisschen was ausbessern konnte. Aber kommt mir doch schon nach ja, sehr viel vor. Aber egal. Weg damit, schauen wir uns den Guten doch mal an. Ich habe ihn hier auf seine Standplatte draufgestellt und wenn ich die mal drehe, dann könnt ihr hier den bekannten Bereich schon sehen, hier unten die Beine. Der steht auch fest, ne? Also der steht hier richtig fest auf den Noppen, wenn man ihn mal richtig festgedrückt hat. Und dann gehen wir mal hoch. Hier kann man jetzt wunderbar durch seine Rippen schauen. Der Arm, der gefällt mir echt gut, wie der gemacht wurde. Hier, den kann man auch schön posen. Und irgendwie noch ein bisschen anpassen. Ist natürlich ein bisschen wackelig hier oben, aber es geht, es geht, es geht. So, dann der andere Arm, ja, der ist wie gesagt ein wenig ja auch improvisiert, aber er ist dran und man erkennt, dass es ein Arm sein soll. Und dann haben wir hier natürlich noch das Gesicht. Ihr seht hier schön die Augenhöhle, das ist klasse. Ja, wenn man reinschaut, sieht man allerdings nicht mehr viel, denn oben ist jetzt die Mütze drauf und da ist dann ja kein Lichteinfall mehr. Hier das Auge, das ist mir halt nicht richtig gelungen, denn hier ist normalerweise schwarz-weiß. Dann kommt hier nochmal ein Blau, was ich nicht mehr hatte. Aber naja, ich würde sagen, es geht. Es fällt, wenn man es nicht weiß, gar nicht so genau auf. Hier bei seinem Ohr, da habe ich quasi plastische Chirurgie betrieben. Da habe ich jetzt mit restlichen Teilen das hier einfach noch ein bisschen umbaut, damit es dann ordentlicher aussieht oder sagen wir mal mehr nach Ohr aussieht von der Seite. Ist schon ein bisschen dick und knubbelig geworden, aber egal. Hier hinten haben wir dann Marios Frisur und das geht dann natürlich über hier hinten in den Schädel, in den Schädelknochen rein. Und so sieht er dann von der Seite aus. Also, ja, Fazit. Vergleicht einfach mal selbst. So soll er aussehen, so sieht er aus. Ich würde sagen, weitestgehend gut getroffen. Note von meiner Baukunst, ich gebe mir mal eine 3-. Weil ich habe hier echt schon also so viele Fehler drin. Das hatte ich bei noch keinem anderen Set. Wobei ich auch noch nie mit so winzig kleinen Bausteinchen hier gebaut habe. Von daher bin ich erstmal glücklich, dass er überhaupt fertig geworden ist. Dass er jetzt so dasteht, wie er steht. Bauspaß, naja, ich habe es schon oft genug erwähnt. Sehr, sehr eingeschränkt. Das ist einfach anstrengend, den hier zu bauen. Also es ist nicht so, dass man jetzt denkt, oh, hier super, noch ein Bauabschnitt, was mache ich denn jetzt? Man macht im Prinzip ja immer dasselbe, Schicht um Schicht um Schicht, Steinchen um Steinchen obendrauf. Wie gesagt, sehr schwer zu erkennen stellenweise, ja, was wo genau hinkommt, welcher Stein, welche Steine hier verwendet werden. Darüber müsst ihr euch im Klaren sein, Freunde. Das Ding hier ist anstrengend. Es macht über weite Strecken keinen besonders großen Spaß, zumindest mir. Und naja,
Aber das Endergebnis ist schön. Also das kann ich sagen, so vom Hinstellen jetzt und wenn man den so im Regal stehen hat, ist schon ein, na, da fällt alles um, ist schon ein richtiger kleiner Hingucker hier, unser Skelett Mario. Also das Fazit, das gebe ich ihm und vor allem, er ist günstig, ja, der kostet echt nicht viel Geld, ich weiß gar nicht mehr, 12 Euro oder sowas um den Dreh rum bezahlt man hier für 1686 Teile und hat dann, wenn man sich mal durchgekämpft hat, doch ein recht cooles Displaymodell gebaut. Also Freunde, entscheidet selbst, ob er euch gefällt. Ich bin froh, dass ich fertig bin. Er gefällt mir optisch gut, aber ich werde den Teufel tun und mir jetzt nochmal hier direkt ein neues Set von ZRK holen. Ja, vielleicht in einem halben, dreiviertel Jahr, wenn ich das hier verdaut habe. Ich freue mich jetzt mal wieder auf regulär große Klemmbausteine. Und das soll es gewesen sein, Freunde. Wenn ihr ihn trotzdem kaufen wollt, der Link, der ist hier unten in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg. Und wenn ihr ihn gebaut habt, schreibt mir doch mal rein. Habt ihr es richtig nach Anleitung hinbekommen oder auch hier stark improvisieren müssen wie ich? Fandet ihr es leicht? Fandet ihr es schwer? Die Anleitung sagt ja schon, das ist ein recht schwieriges Set. Und ja, das unterschreibe ich sofort. So, genug gelabert. Ich hab's geschafft. Ich bin froh und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Super Mario, wollte ich sagen. Euer Meeplecat. Tschüss.